Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Risen. In der letzten Folge wurden wir zum Inquisitor ernannt, zum neuen Inquisitor. Und haben uns, naja, ein bisschen ausgerüstet für die jetzt kommenden Aufgaben. Ich wollte jetzt noch fix bei Nico ein paar Fische kaufen, und zwar Scholle. Und danach, würde ich sagen, werde ich mich auf den Weg zu Don Esteban machen. 18 Mal Scholle brauche ich. Und dann kann ich noch fix kochen gehen. Was hast du für Fische? Und dann, wie gesagt, geht's auf zu Don Esteban. Gut, die Scholle wird jetzt nochmal meinen Mana-Vorrat ein wenig erhöhen. Und dann sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Ist hier noch irgendwas an Quests? Nee. Ja, ich könnte eigentlich die Teleportsteine mal machen, aber eigentlich ist es völlig unnütz. Ich bin auch bald wieder in der nächsten Stufe. Das heißt, mein Frostzauber wird bald nochmal erhöht werden. Aber wahrscheinlich erst, nachdem wir schon die ersten Echsenpriestergräber besucht haben. So, hier drin bei dem guten Baxter kann ich kochen. Da ist ein Herd. Wow, ich kann gleich mal das gebratene Fleisch mitmachen. Das ist allerhand. Wenn ich es überhaupt noch nutzen werde, keine Ahnung. Dann würde ich nochmal kurz, bevor ich jetzt zu Don Esteban gehe, mal eben bei Patty vorbeischauen. Mal sehen, ob es noch irgendwas Neues gibt bei ihr. Mal sehen. So, gebratene Scholle. Nein, ach verdammt, das war falsch. Nein. Ach, Idiot. Jetzt darf ich nochmal zu Nico rennen, das war verkehrt. Nicht gebratene Scholle, überbackene Scholle wollte ich machen. Ja, ist ja nun gut. Richtig lecker. Das war falsch, oder? Ja, definitiv falsch. Genau, das hätte ich gebraucht. Okay, und nochmal 18 Scholle kaufen. Super gemacht. Ja, sorry dafür. Ein bisschen nicht richtig hingeschaut und schon dürfen wir die Sache nochmal wiederholen. Naja, ist halb so wild. Geld habe ich noch ein bisschen, obwohl das mittlerweile echt ganz schön verbraucht ist. Ich habe nur noch 2000 Gold übrig. Dafür, dass ich zwischendurch bei 7 oder 8000 war, was hast du für ist das doch schon ganz schön happig. Jo, das machen wir jetzt ein bisschen schnell hier. Was hast du? Zack, zack, zack. Und Nummer 2. Und noch einmal. Was hast du für? Okay, ja. Sorry dafür. Das war dämlich. Aber naja, lässt sich nicht ändern. Wir haben bis jetzt 83 Mana. Dafür, dass wir erst 5 Lernpunkte da reingesteckt haben, ist das schon vernünftig, ne? So, also, wie gesagt, es gibt viel zu tun. Wir müssen die Priestergräber aufsuchen. Und dann schauen wir mal. Ich schätze mal, es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir mit diesem Let's Play fertig sind. Ich finde, es bleibt spannend, aber nicht mehr allzu lange. Ja, ich denke mal so, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, so 2 Parts pro Priestergrab, grob. Also noch 5 bis 10 Parts, denke ich, und dann, ne, sollte man das haben. So, ich esse jetzt noch fix die Scholle. Das mache ich aber jetzt hier. Die überbackene natürlich. 3, 4, 5, 6. Okay, sehr schön. Habe ich sonst noch irgendwas? Nö, ne? Reiselust ist nicht so wichtig. Jo, der Rest ist egal. Okay, nochmal kurz zu Patty und dann geht's los zum ersten Grab. Und das erste, was ich aufsuchen möchte, ist das bei Don Esteban. Wow, ich habe jetzt deswegen schon 160 Steaks. Die werde ich niemals alle gegessen bekommen. Müsste nicht Patty hier irgendwo sein? Komisch. Gut, dann ist sie halt nicht hier. Was soll's? Jo, Teleporter. Banditenlager. Also es fehlen uns eigentlich noch 4 Teleporter. Ich habe jetzt keine Lust, extra nachzusuchen. Vielleicht mache ich es noch, wenn es mich ganz sehr rappelt, aber mal sehen. Ich weiß bei ein oder zwei, wo ich sie finde. Ich vermute mal, man findet, glaube ich, auch noch 2 in den Tempeln, wo ich jetzt hingehe. Und die anderen sind nicht so schwer zu finden. Ich weiß, aber ich brauche sie eigentlich nicht. Und ich wollte hier auch keinen 100% irgendwas Let's Play machen. Weil das, ja, bei solchen Spielen ist 100%, sage ich mal, unwichtig. Ich denke, das Entscheidende ist dann doch die Story. So, hat der was Schönes im Angebot? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, nö, ne? Der hat ein paar gute Schwerter, wie es aussieht. Und umso bessere Äxte. Wow, Kriegshammer. 96 Hebwaffenschaden. Das ist doch mal eine Hausnummer. Um einiges besser als mein Titanenstab. Naja. Okay, also, wir müssen jetzt mal mit Don Esteban quatschen. Der sollte uns eventuell weiterhelfen können. Was ist? Nix. Kann der noch irgendwas Schönes für uns?
Weißt du, was sich in den unteren Gewölben dieses Tempels befindet? Also, nach den Inschriften der Wände dieser Vorhalle hier zu urteilen, handelt es sich um das Grab eines bedeutenden... Boah, da redet wieder in Zeitlupe. Die Erbauer des Tempels haben sich intensiv mit schwarzer Magie beschäftigt. Ich wäre an deiner Stelle äußerst vorsichtig, wenn du da unten hineingehst. Hier, nimm diese Spruchrolle. Ich habe so das Gefühl, dass du sie da unten brauchen wirst. Magischer Schutz, okay. Zeig mir deine Ware. Gar nicht mal so schlecht. Tja, sonst, der Rest ist eigentlich relativ uninteressant. Ich würde mal den Wein noch mitnehmen. Einfach, damit ich noch mehr Tränke brauen kann. Und dann, denke ich, habe ich alles, was ich brauche. Okay. So, möchte Fincher irgendwas mit uns besprechen? Warst du schon mal in dem selbes Thema dieses Tempels? Wir sind noch nicht sehr tief in die unteren Gänge dieser Anlage vorgedrungen. An einer bestimmten Stelle dort drüben fanden wir so ein merkwürdiges blaues Kraftfeld. Wir haben es bisher nicht geschafft, es zu überwinden. Ist klar. Euch fehlt der entsprechende Zauberspruch. Siehst du? Da weißt du mehr als ich. Yo. Wenn du eine Möglichkeit findest, da unten reinzukommen, dann tu es. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn wir oben nicht von den Monsterhorden da unten überrannt werden, okay? Ja, das denke ich lässt sich einrichten. Die Ruinen sind einfach... Inquisitor, hm? Ha, was für eine Verschwendung. Was? Das ist doch grandios. Aus dir wäre ein prima Bandit geworden, da bin ich sicher. Tja, ich bin halt zu größeren Berufen. Ha. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Du redest von dem Vulkantempel. Ganz genau. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Mission keinen Erfolg hat. Wow. Dennoch kann Sehr ich weise. Dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich hier zu erledigen. Alles, was ich für dich tun kann, ist, ich glaube, es ist ein Stärketrank. Dir diesen Trank hier mit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ja, nice. Das ist wirklich ein Stärketrank. Nicht schlecht. Was gibt's? Okay, dann werden wir erstmal den Trank einnehmen. Und nochmal plus 5 Stärke. Ja, 177 Stärke. Das ist doch mal eine Hausnummer. So, Kollege. Was willst du? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Verstehe. Ob er sich darüber im Klaren ist, dass er gerade mit dem Inquisitor spricht? Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, geleistet, aber irgendwo ist es ja trotzdem eine Hausnummer, oder? Wo ist denn der Eingang zu diesem blöden Tempel? Ist der irgendwo an der Seite? Ich bin verwirrt. Ach nee, der ist auf der linken? Nee, keine Ahnung. Ich schau mal hier links nach. Da hinten war ich noch nicht. Also rechts ist dann... Ja, okay, ich glaube, es ist hier links. Oder? Ja, genau, sehr schön. Okay, gut. Alles prima. Huch. Könnte schon mal so einen Frostzauber zücken. Ah, hier ist noch nichts. Dann würde ich noch ein Stück Fleisch essen. Denn es schmeckt lecker. Kann ich das auch so machen eigentlich? Ups. Hier. Ach so, das geht auch. Das sollte ich mal so machen in Zukunft. Da kann ich mein Fleisch schnell meine Lebensenergie schnell auffüllen. So, Ghoul. Es dauert immer noch lange, den Zauber aufzuladen. What? Au, 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 au. Alter, nerv mich. So, der zweite Ghoul, der ist immer noch gefroren. Mann, hält das lange. Wow, okay. Da ist schon der nächste. Ich würde vorher den anderen noch looten und dann kümmere ich mich um den dritten Ghoul da unten. Der wartet eh noch eine Weile in seinem, gefrorenen Zustand. Ups. Hallo, Kumpel. Die können nichts mehr machen, ey. Wow, okay, das ist echt stark. Ich muss schon sagen. So, hier hätten wir ein blaues Kraftfeld, eine Barriere. Ich brauche das eigentlich nicht mehr hier, oder? Das ist ja völliger Schwachsinn. Magische Barriere. Was braucht man da eigentlich? Schriftrolle, Mana-Wurzel. Okay. So, magische Barriere zerstören. Das möchten wir doch jetzt tun.
Und bam. Sehr schön. Halt, mein Mana ist ganz schön leer. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Kann ich Skelette auch einfrieren? Ich weiß es gar nicht. Na, wir probieren es einfach mal. Zack. Jawollo. Na komm, Kumpel. Du kannst mir nicht entkommen. Wow. Einfach nur wow. Ich glaube, die ganzen Heiltränke, die ich habe, werde ich gar nicht mehr groß brauchen. Kann ja alles einfrieren, was mir so entgegenkommt. Zack. Wow. Oh, okay, da kommt ein bisschen was auf mich zu. Und Feuer. Oder Eis. Ja. Habe ich noch Mana? Reicht's noch für den? Und zack. Ah, oh, nicht getroffen. Wie schlecht. Ja, block einfach alles. Du blödes Skelett, du. Stirb. Komm schon, du willst nicht leben. Ja, du willst wahrscheinlich schon leben, aber das, was du hier so machst, ist ja nicht wirklich eine lebende Existenz, oder? Oder was du hier so bist. So, mein Mana ist mittlerweile im ganz guten Maximum eingelangt. 95, nicht schlecht. Ja, plündern, 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 wie immer. Wir brauchen das jetzt eh nicht mehr. Das ist alles unnütz. So, den frieren wir ein. Ich schätze, die untoten Krieger, die halten ein bisschen mehr aus. Aber... Oh, da ist noch einer. Drei Stück schon, wow. Drei Stück auf einmal. Wir werden auch nicht so lange gefroren bleiben. Ja, sag ich ja. Gleich nochmal einfrieren. Zack. Zack. Wow, das ist übelst geil. Ja. Hat er. Ausgewichen ist er, die Sau. Alter, der macht Schaden, Junge. Gefrier, gefrier, gefrier. Hilfe. Was? 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 Ich hab den genau getroffen. Okay, die Untoten... Was? Die Untoten Krieger, die machen noch guten Damage. Ja, schön, dass ich natürlich nicht gespeichert habe zwischendurch. Das lief einfach so gemütlich. Aber was war denn das bitte für eine Aktion? Ich hab den genau angeschossen. Au. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Ich hab das alles nochmal zu machen. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt echt blöd. Ich kann mir selbst nicht mal was vorwerfen. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe den genau getroffen mit meinem Eiszauber. Oh je. Na dann los. Noch einmal das Ganze. Ja, die untoten Krieger sind nicht zu verachten. Nicht zu unterschätzen. Aber die Skelette, die halten nichts aus. So, wieder ein Stück zurück. Kommt der schon? Nee. Dann nehme ich mal noch einen Trank. Und speichere nochmal, damit das gleiche wie eben nicht nochmal passiert. Und dann würde ich sagen, kriegen wir die guten Leute mal ein hier. Die guten Leute vor allem, die untoten Echsen. Alter. Da habe ich mal einen wirklichen starken Schutz, ne? Das ist krass. Okay, dann nehmen wir mal wieder zwei Tränke fix. Und hoffen mal, dass ich schnell genug den Eiszauber raushauen kann. Oh, der stirbt gleich, wenn ich den nochmal treffe. Was? Nicht? Okay. Der ist auch hinüber und einer noch. Wow, wieder nicht getroffen. Irgendwie. Zumindest nicht so richtig. Jawollo, sehr schön. Okay. Ja, die halten wirklich gut was aus, dafür, dass ich so viel Stärke habe. Die beste Waffe, die ich tragen kann, oder die es für mich gibt, so in meinem, ne, als Magier halt, oder als Ordenskrieger, als Stabkämpfer. Und 177 Stärke und trotzdem ist der Schaden einfach mal ein Witz. Wow. Okay. Aber nicht so wild. Es hat ja trotzdem funktioniert. Und dafür, dass ich auch einen wirklich guten Schutz habe, 88, ne? Ich habe die Rüstung des Inquisitors, ich habe einen Helm auf, ich habe dieses Amulett der Heiligen Flamme. Das sind alles wirklich hohe Schutzwerte. Übrigens könnte ich das mal wegmachen. Was macht denn eigentlich der Stabkampf? Seitenschläge? Was macht das andere? Moment. Akrobatik brauche ich nicht. Stabkampf.
Kontoparaten können deine Gegner verletzen. Ja, das lasse ich mal. Ich mache mal noch einen von den Ringen heran. Dann lieber die 5 Schutz weg. Das bringt eh nicht viel. 5 Schutz ist ein Witz. Ja, ne, wo ich so viel in Schutz investiert habe quasi, bringt das kaum was gegen diese Bestien von untoten Echsen. Oh, wieder nicht getroffen. Ist denn das der Ernst? Na komm. Komm schon, komm schon. Du kannst nix. Und zack. Und du auch noch. Oder was? Jawollo. Sehr schön. Obwohl, eigentlich ist es wirklich Unsinn. Eigentlich brauche ich das Mana gar nicht. So viel Mana kann ich eh nicht verwenden. Nee, ich mache das wieder rückgängig. Das ist Unsinn. Mache ich später erst wieder sowas. Dann doch lieber. Wo ist denn der Ring? Hier, Schutz für Hiebwaffen und Klingen. Das schadet. Ups, schadet nicht. Falsche Taste. Was haben wir denn hier? Schauen wir doch mal. Dieser Stein sieht brüchig aus. Haben wir eine Spitzhacke dabei? Natürlich. Wenn wir jetzt hier ohne Spitzhacke reinrennen, ist auch doof irgendwie. Irgendwie, oder? Was haben wir hier? Ein Schalter. Blup. Was ist passiert? Habe ich jetzt irgendwas geöffnet? Das war doch eben noch nicht offen, oder? Okay. Hier liegt doch was. Hier liegt doch was. Ein Amulett und eine Steinplatte. Was war denn das für ein Amulett? Bestimmt irgendwelcher Mist, oder? Das hatte ich schon. Das hier. Ja, irgendwelcher Mist, sage ich ja. Und die? Kann ich auch einhacken. Okay. Ich dachte, irgendwo hier hinter so einer Wand ist auch nochmal ein Skelett. Aber ich weiß es nicht genau. Es ist schon lange her. Und boom. Ja, da ist ein Skelett. Aber mir kannst du nichts so machen. Ich habe dich schon erwartet. Du Held. Okay. Das ging gut, würde ich sagen. Und jetzt gehe ich mal hier weiter. Ich würde jetzt, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Hier sind ab und zu mal bestimmt auch Fallen versteckt. Wow. Ich bin kurz erschrocken. Kann ich hier durchgehen? Wow. Und jetzt? Wow. Und jetzt? Ah ja, eigentlich ganz easy. Ah, das ist ein Sarkophag. Mal schauen, was da drin ist. Ein Skelettkrieger. Der aber auch nicht lange lebt. Na komm schon, du willst sterben. Du willst sterben, glaub mir. Sowas. Oh, der hatte eine Büste oder sowas dabei. Nicht schlecht, okay. Ich schätze mal, die brauche ich noch. Mit dem Hebel sollten wir jetzt auch die Falle hier deaktivieren können. Flup. Und weg ist sie. Jo. Deaktiviert, sehr schön. Das war schon mal die erste Hälfte des Tempels, oder der erste Seitengang des Tempels. Auf der anderen Seite da drüben scheint es weiter zu gehen. Aber wie kommen wir da hin? Wir werden sehen. Aha. Da ist schon mal ein Skelett. Ich habe es gerade gesehen. Steinplatte. Was ist denn hier oben? Hier gibt es auch noch was, oder? Ach ne, da tropft es nur. Tja, und von hier aus werde ich... Wo ist denn das? Hier ist noch ein Skelett. Da wollen wir gar nicht mit uns kämpfen. Ist der gerade runtergefallen oder stand er schon länger hier? Ja, komm schon, block nicht alles, Junge. Einmal nicht geblockt und schon fällt es in sich zusammen wie so ein windiges Kartenhaus. Lächerlich. Und das? Ist das auch nochmal ein Gang? Nee. Na komm, spring hier hoch. Jetzt hab dich doch nicht so. Okay, ich schätze mal, hier brauche ich einen Levitationszauber. Ist ja nicht ganz unüblich für solche Tempel. Da haben wir noch ein paar. Hui. Und zack. Ach, ich brauche die gar nicht das einfrieren, oder? Das sind eben Skelette. Komm schon, du bist auch... Wow, der hat einen Hammer. Wow, mit einem kleinen Rechtsklick-Hieb, mit dem hier, habe ich ihn einfach mal ein Viertel seiner HP abgezogen. Wow, das ist schon allerhand, okay. Ja, ich bin immer noch am Staunen. Ich habe das noch nie so... ja, also ich habe in diesem Let's Play habe ich ja doch sehr geplant, geskillt. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht bei Risen. Ich habe immer so ein bisschen, naja, was hätte ich jetzt gerne, mal ein bisschen Schmieden, mal ein bisschen Alchemie, ein bisschen Bogenschießen. Also Bogenschießen vielleicht nicht, aber vieles, ne, so ein bisschen angekratzt und nie wirklich was aufs Maximum gebracht. So wie hier jetzt die Stärke zum Beispiel oder die Frostmagie. Aber ich muss schon sagen, das macht was her. Und deswegen bin ich doch manchmal ein bisschen überrascht, wie viel Damage ich mache gegen die ganzen Biester. Boah. Okay, sehr schön. Du hast
keine Schnitte. Du siehst keine Schnitte? Du hast doch keine Ahnung, weißt du, was ich meine. Du siehst keinen Stich gegen mich. Jo, ich würde sagen, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Allerdings werden wir uns diese zwei Mauern hier erst in der nächsten Folge angucken. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.